Hallo, du bist beim Golfen mit Freude und es geht um die Golfregeln. Falls du das Gefühl hast, dass du wirklich nicht ein ausreichendes Wissen von den Golfregeln hast, oder vielleicht hast du eine Platzreifeprüfung, die bald stattfindet, und du möchtest auf dem Platz die Regeln umsetzen können, nicht nur bei den 30 Fragen bei der Theorie, dann ist dieses Video genau für dich. Ich werde nicht alle Regeln im Regelbuch erklären. Ich werde nur die wichtigsten erklären, die oft vorkommen, die du wissen brauchst, um vielleicht auch Schläge auf dem Platz zu sparen. Schau mal dieses Video ein, zweimal an und du wirst deinen Mitspielen helfen können. So, heute werde ich zwei Bereiche ansprechen und das ist der Abschlag und dann Ball für unspielbar erklären. So, wir sind am Abschlag. Ich bin an dem Game-Abschlag. Wo genau darf ich aufziehen? Richtig, ich muss hinter diese zwei Markierungen meinen Ball aufziehen. Und so spare ich Strafschläge. Wenn ich so breitbeinig stehe, ist ein Fuß nicht im Abschlagbereich. Das ist egal. Hauptsache, der Ball liegt dahinter. Du darfst sogar zwei Schlägelängen zurückgehen und in diesem Bereich den Ball aufziehen. Bitte, falls du merkst, dass dein Flightpartner den Ball außerhalb des Abschlages aufgetiet hat, dann darfst du und solltest du ihm oder ihr mitteilen, du, bitte mehr nach hinten, du wirst zwei Strafschläge bekommen, wenn du den Ball von dort spielst. Und die paar Zentimeter, die machen wirklich wenig aus. Da möchte ich auch was sagen. Wenn du jemand bei den Regeln hilfst, ist das absolut okay. Aber falls du jemand fragst beim Par 3, sag mal, was für einen Schläger hast du da gerade benutzt? Was für ein Eisen war das? Und der Spieler sagt dir dann, oh, ich habe ein Eisen 7 benutzt. Dann bekommst du und diese Spieler zwei Strafschläge für Belehrung. So belehren sollte man lieber lassen. Aber wenn man Hilfe bekommt wegen der Golfregeln, das ist absolut okay. Und dann fragst du dich vielleicht jetzt, wann bekomme ich zwei Strafschläge und wann bekomme ich nur einen? Da sage ich immer meinen Schülern etwas, was gut hilft. Für Dummheit bekommt man zwei Strafschläge und für Pech einen. Also wenn ich den Ball ja aufziehe, das ist nicht sehr schlau, oder? Zwei Strafschläge. Wenn ich den falschen Ball spielen würde, auch nicht sehr schlau. Zwei Strafschläge. Aber es kann passieren, dass ich einen Ball in ein Penalty Area schlage, in ein rot oder gelbes Penalty Area. Das ist dann nur ein Strafschlag. Oder wenn ich den Ball verliere, das ist doch Pech. Ich bekomme nur einen Strafschlag. So kannst du dir das merken. Übrigens, hier in Lützelsburg wird der Platz umgebaut und wir werden sehr bald 18 spannende Golflöcher haben, die du unbedingt bald spielen musst. Jetzt wird gleich eingesät und ich kann dir sagen, der Platz wird super. Früher hatten wir den Schlossplatz und dann den kleinen Schatthausplatz. Jetzt haben wir einen richtigen Meisterschaftsplatz. So, was passiert, wenn der Golfer den Ball antippt beim Ansprechen? Der Ball fällt vom Tee. Das ist keine Strafe. Warum? Der Ball war noch nicht im Spiel. So, dieser Golfer kann den Ball in aller Ruhe wieder zurücklegen, ohne Strafe. Es kann auch sein, dass man irgendwie einen Probeschwung macht und beim Probeschwingen trifft man den Ball. Das ist auch keine Strafe. Du kannst den Ball zurücklegen. Aber bitte, es ist besser, wenn du die Probeschwünge am Abschlag vermeidest. Das ist nicht gute Etikette, wenn du diese Fläche verletzt. Aber zur Etikette erzähle ich in einem neuen Video in der Zukunft. Übrigens, wenn du beim Schwingen zu viel Kraft einsetzt und einen Luftschwung machst, da wolltest du den Ball treffen, das zählt natürlich. Das ist ein Schlag. So, der letzte und sehr wichtige Punkt am Abschlag ist der provisorische Ball. An diesem Loch gibt es auf der linken Seite
Auspfosten und Busch, auf der rechten Seite übrigens auch. Und stellen wir uns mal vor, ich schlage einen Ball und der Ball fliegt leider Gottes zu weit nach links. Nur es kann sein, dass der Ball im dicken Raff liegt und es könnte auch sein, dass der Ball im langen Gras verloren gegangen ist. Ich kann es von hier nicht sehen. Es kann natürlich auch sein, dass der Ball da ist. Aber in diesem Fall sollte ich etwas tun. Wenn man dorthin läuft, wie lange darf man suchen? Genau 3 Minuten. Was passiert, wenn ich den Ball nicht finde? Oder wenn ich merke, dass der Ball im Aus liegt? Es ist das Gleiche. Ich bekomme einen Strafschlag, einen, und ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen und den Schlag von hier wiederholen. Dann käme Schlag Nummer 3. Nur das Problem damit ist, erstmal hat man einen Distanzverlust. Man muss den Schlag vom Ausgangspunkt wiederholen. Es gibt nur diese Möglichkeit. Aber außerdem müssen die Spieler hinter mir dann auf mich warten. Ich verlangsame so das Spiel. So, wenn du nicht sicher bist, ob dein Ball vielleicht im Aus ist oder verloren gegangen ist, spiele einen provisorischen Ball. Denk daran, das anzukündigen, dass du das tust. Dann schlägst du den Ball und was natürlich dann meistens passiert, der Ball fliegt geradeaus, liegt dann Mitte Fairway. Der zweite Schlag ist immer besser. Aber jetzt kann ich dahin laufen. Wenn ich meinen ersten Ball nicht finde, dann kann ich meinen provisorischen Ball, der Mitte Fairway liegt, einfach weiter spielen. Ich muss da nicht zurücklaufen. Das spart Zeit und Nerven. Eine letzte Frage. Der wievielte Schlag kommt jetzt, wenn ich den ersten nicht finde? Der vierte. Ja, der vierte. Warum? Der erste Schlag war in Busch oder ins Aus. Nummer 2 war der Strafschlag für Pech. Nummer 3 war der provisorische Ball, der jetzt der Ball im Spiel ist. Jetzt kommt Nummer 4. Natürlich, wenn ich meinen ersten Ball im Spiel finde, dann muss ich ihn spielen. Und dann kommt Schlag Nummer 2. So, das waren die wichtigsten Regeln am Abschlag. Ah, ich habe ihn. Ja, das ist mein Ball. Aber der liegt furchtbar. Die Frage ist, sollte ich jetzt diesen Ball spielen, wie er liegt? Ich habe noch weit zur Fahne. Und da ist so viel Gras, es könnte sein, dass ich den gar nicht herausbekomme. So, ich entscheide in diesem Fall, diesen Ball für unspielbar zu erklären. Jeder Golfer darf den Ball unspielbar erklären. Und er darf das immer unspielbar erklären, außer wenn der Ball in dem Penalty Area liegt. Da gibt es bestimmte Möglichkeiten, bei Rot 4 und bei Gelb 3. Darüber werden wir noch sprechen. Aber jetzt erkläre ich diesen Ball für unspielbar. Ich könnte den auch vom Fairway für unspielbar erklären, wenn ich möchte, aber das macht keinen Sinn. So, was genau ist die Vorgehensweise? Erstmal, wir haben wieder Pech gehabt. Du kannst davon ausgehen, dass du einen Strafschlag bekommst. So, was ist hier die beste Möglichkeit? Ich nenne alle 3 und dann kannst du entscheiden, was am besten ist. Nummer 1, und das ist üblich. Ich möchte 2 Schlägelängen messen, von wo der Ball liegt. Und dann darf ich innerhalb dieser 2 Schlägelängen droppen. So, um das zu tun, nehme ich den längsten Schläger in meine Tasche. Das ist mein Driver. Bei dir könnte es das Holz 5 sein oder das Eisen 5. Nicht vergessen, die Haube zu entfernen. Und jetzt messe ich von dem Ball 2 Schlägelängen. Und am besten ist es, wenn du Tees dabei hast. Ich stecke das Tee da rein. Ganz wichtig, diese 2 Schlägelängen sind nicht näher zur Fahne. Da hinten in der Ferne, so ungefähr 100, da ist die 150 Markierung, das sind so 170 Meter, da ist die Fahne, so das wäre 90 Grad.
Bitte, der Ball muss innerhalb der zwei Schlägerlängen gedroppt werden. Ich könnte auch hier, aber auf gar keinen Fall hier droppen. So, jetzt darf ich den Ball entfernen. Such dir eine Fläche aus, wo du nachher eine gute Lage hast. So, den Ball hier zu droppen wäre nicht gut, oder? Hier ist noch semi-rough. Hier ist ein kleiner Weg, das Gras ist kürzer. So, ich droppe den Ball kniehoch. Und jetzt kann ich den Ball weiter spielen. Das war mein Abschlag in den Busch. Strafschlag, jetzt kommt Schlag Nummer 3. So, diese Vorgehensweise ist üblich. Was man aber auch machen kann ist, und das ist immer eine Möglichkeit, du kannst einfach zurück zum Ausgangspunkt gehen. So, sagen wir mal, das war der Abschlag und der Abschlag ist nur 20 Meter entfernt. Ich schlage vor, dass du dann hier den Abschlag wiederholst. Das sind nur 20 Meter und du darfst den Ball wieder aufziehen. So, da muss man wirklich überlegen. Jetzt die nächste Möglichkeit. So, hier lag der Ball. Jetzt muss ich gucken, wo ist der Ball da? Wo ist die Fahne da? Und jetzt muss ich eine Linie ziehen von der Fahne, eine gerade Linie, durch den Ball durch und dann darf ich beliebig zurück. Ich kann so weit zurückgehen, wie ich möchte. So, auch hier würde ich eine Fläche finden, wo der Ball nachher gut liegen wird, nachdem ich gedroppt habe. Und jetzt droppe ich den Ball wieder innerhalb, also von Kniehöhe. Und dann kann ich schlagen. So, ich werde jetzt diesen Ball schlagen. Wind ein bisschen von links. Ich habe mein Eisen 7. Versuche mal einen weichen Schwung zu machen. Sieht gut aus. Und der Ball ist auf dem Grün. Und das ist ein Par 4. Das war mein dritter Schlag. Ich habe einen Putt zum Paar. So, es ist nicht Ende der Welt, einen Ball für unspielbar zu erklären. Das ist sogar der bessere Weg. Das ist der sichere Weg. Jetzt lag der Ball besser. Ich konnte ein mittleres Eisen nehmen und das ist viel sicherer als aus diesem langen Gras rumhacken. So, wir sehen uns bald wieder. Das nächste Thema ist Penalty Area. Bitte, falls du Golf mit Freude noch nicht abonniert hast, denk darüber zu abonnieren. Dieser Kanal ist für Spiele mit höhere Handicaps, 36 bis 54. Und falls du Lust hast, mit mir auf eine intensive Anfänger-Golfreise zu kommen, schau bitte unter diesem Video. Da wirst du weitere Infos sehen.